Corona hat es uns vor Augen geführt. Beim Thema digitale Infrastruktur hinken wir hinterher. Ob es das schnelle Internet im Homeoffice oder das WLAN in der Schule ist. Hier haben wir Aufholbedarf. Dringend. Wir haben hier im Norden die Chance, aus Corona zu lernen. Eine flächendeckende ärztliche Versorgung muss sichergestellt werden. Hierfür brauchen wir aber strukturelle Veränderungen. Bus und Bahn müssen attraktiver werden, vor allem auf dem Land. Und der Internetausbau mit Glasfaser muss weiter vorangetrieben werden. Diese und viele weitere Themen habe ich als Bundestagsabgeordnete während der letzten 4 Jahre in Berlin vorangetrieben. So konnte ich zum Beispiel dafür sorgen, dass das Amt Süderbrarup und ein Konsortium aus Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Flensburg für das Modellprojekt Smart City ausgewählt wurden und sich nun über mehrere Millionen für den Ausbau der Digitalisierung freuen können. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass meine Stimme im Bundestag Gutes für die Infrastruktur in unserer Region bedeutet, dann geben Sie mir am 26. September Ihre Stimme. Vielen Dank, Ihre Petra Nikolaisen,